Lolli. Aus unerfindlichen Gründen, meiner Meinung nach. Sieht wirklich so schön aus. Dieser Schatten, auch so dieser Dings. Ich hab's ja noch nicht gesehen. Nee. Da willst du nicht doch mal vors Bild? Nee. Was? Ich bin Anarchist. Ich bin undercover. Ich lauf unter der. Und unten durch. Sag mal, ist ein Juli da jetzt auch drauf? Ja, ja. Aber du hast nicht angeschaltet. Bist auf Pause. Oder? Bist du sicher? Doch, da oben leuchtet doch was rot. Da zählt was. Ach doch, ist ja? Doch. Ah ja, gut. Weil du meintest, ich soll anschalten. Nee. Juli ist zu sehen, ja. Ja, ja. Und die Sonne auch. Ich steh doch mal kurz auf und guck mal. Ohne Fahrradzugriff. Ja, aber dann sitzt sie sich ja nicht. Ich vertraue deinen Fähigkeiten, weil meine filmtechnischen Fähigkeiten sind sowieso. Also, nein, er ist besser im Bild, weil du bist beleuchteter wie Juli. Juli ist dunkler. Das macht mir gar nichts. Macht ja nichts. Dich erkennt man nicht. Dich erkennt man nicht so gut. Dich erkennt man sehr gut. Ja. Also kein Schwachsinn also, reden. Wie heilt man die Welt von ihrer Ego-Belastung, Wolfgang? Du bist doch hier der Welt. Du bist die Frontfrau. Ich bin nur dein Gehilfe. Wie kommt die Menschheit zurück? Und er ist die graue Eminenz. Nee, die graue Eminenz im ich lauf unter der Gürtellinie. Nein, ich lauf unter der. Ja. Ich bin gar nichts. Er ist undercover. Ich bin null nix. Ist ein Untergrundkämpfer. Ja. Einzelkämpfer. Einzelüberlebender. Könnten wir ja die Videos mit dem Fuß übertragen. Wie könntest du die machen? Aber mir ist das sowas von egal, wer da irgendwelche Videos irgendwo reinsetzt. Aber ich kann auch mal irgendwie Videos, die mit der Racke zu machen. Das macht mir nichts. Ich stehe zu meinen Verwackeln. Aber wir sind ja nicht das Letzte bei YouTube gemacht. Jetzt mal hier. Geschafft. Guck mal, tu mich mal ein bisschen. Ich weiß es auch nicht, Wolfgang, wie ich das gemacht habe. Ja. Also das ist ja alles total für Doofe konstruiert. Das ist ja eigentlich alles ganz schwer. Wenn du aber bei mir auf dem YouTube-Kanal Wolfgang Lati gehst, dann siehst du oben jede Menge Reiterchen oder so Menü. Sag mal, das war Uploads und Diskussionen und Playlists und sowas. Ne? Siehst du bei mir, oder? Nee, musst du mal gut mal sagen. Was siehst du bei anderen Videos? Ne? Ja, muss ja mal genau beobachten. Ja, nicht nur das Film gleich groß schalten, sondern auch das Umfeld so ein bisschen. Aber ich wollte noch mal was zum Wolle sagen. Ne? Du hast ja schon gesagt, auf der Berger Straße, da ist so... Der Rewe. Der untere ist okay und der obere. Also ich am finde Depot. Den Rewe sowas von verlogen, weil die machen auch so einen auf gut, oder alle Supermärkte machen im Moment einen so, ach, wir sind so nah mit den Bauern und den Tieren und der Natur. Gibt es ja lauter Werbung, wo dann auf einmal der Bauer mitten im Supermarkt steht und so, ne? Du hast doch selber schlechte Erfahrungen gemacht. Und heutzutage, ne, gehen die ganzen kleinen Bauern gerade kaputt. Also da spielen sich unfassbar entsetzliche Dramen ab. Und während sich die Dramen abspielen, die Bauern alle kaputt gehen und es nur noch eine Industrielandwirtschaft gibt, kommen solche Werbefilme. Kann ich kotzen, ja? Und das, was du sagst, ne, der wäre da auf der Berger Straße. Welcher ist es, der, wo die Schopenhauer Straße runtergeht? Der so zwei Eingänge hat. Weißt du, was die machen? Der neben dem Aldi. Neben dem Aldi? Ja. Ach, ist der mittlere. Der untere Berger Straße. Ja. Also, ich meine ja den der untere Berger Straße. Ne, der ist okay. Der ist in Ordnung. Die kümmern sich nicht richtig, dass die Flaschenautomaten gehen. Nee. Und dann ist den Leuten das zu viel, da stundenlang zu warten, dann stellen die das Leergut zur Seite. Was machen diese netten Mitarbeiter aus diesem netten Laden? Die nehmen das Leergut und schmeißen es in den Mülleimer. Ja, oder die Leute haben das Leergut extra dahin getragen, weil sie umweltbewusst sind und weil sie das Leergut abgeben wollten. Ja, aber das Schlimme ist doch, ich wollte sogar in den Automaten werfen und die nehmen dir das aus der Hand. Dann habe ich mache das regelmäßig. Ich mal kurz den Hubwagen, bin gleich wieder da. Ich gehe in den Mülleimer, nehme das Leergut, was die netten Mitarbeiter weggeschmissen haben, stecke es in den Automaten.
Ja, und da haben sie mir... Weil da gehörst auch hin. Ja, aber mir haben sie es da aus der Hand genommen, der eine jedenfalls. Und mich behandeln die dann wie ein Schwerverbrecher, weil ich das nicht dürfte. Ich finde es ein Verbrechen, wenn Leute das Leergut hintragen extra und dann schmeißen die das Leergut in den Müll. Ich habe ihnen doch gesagt... Und da machen sie so scheinheilig einen auf bürgerlich und wir sind naturbewusst und alle Supermärkte machen im Moment Werbung, damit das eher so für die Natur sind. Ich hab dem Mitarbeiter da doch gesagt, das haben die Kunden weggeschmissen und das kann ich doch dann reintun, wenn die es wegschmeißen im Müll, das gehört doch eigentlich wieder ins Leergut zurück, ne? Nicht im Mülleimer. Dann nimmt er mir das aus der Hand und sagt, das ist Müll und wirft es in den Automaten. Ja, aber der Witz ist, die Kunden schmeißen es meistens gar nicht in den Müll, sondern die stellen es in den Automaten, noch, ja, damit der Nächste das in den Automaten tun kann. Und also über so Kleinigkeiten kann ich mich aufregen. Die haben das Recycling-System nicht verstanden, die Mitarbeiter da. Die verstehen das nicht, dass das wirklich wieder in den Kreislauf hinein soll. Willst du jetzt die Regentonne abtransportieren? Nur ein bisschen wegstellen. Soll das mit auf dem Video? Ja, ich kann ruhig drauf, ja, oder? Kann ja sehen, dass du was schaffst. Nee, Juli, kannst sitzen bleiben. Ich finde es halt asozial, dass die Leute... die selber nicht viel haben, anderen, die noch weniger haben, noch nicht mal das wenige gönnen. Ja, nicht mal 15%. Ja klar, hier wird ja nicht der Schwarz unter den Fingernägeln gegönnt. Das ist doch normal. Schon, das ist doch dreist. Zumal das eigentlich ja auch da hingehört in den Automaten. Ja. Also ich verstehe das nicht. Leben und leben lassen, meiner Meinung nach. Das haben aber viele Menschen nicht verstanden, dass man auch sich wirklich leben lässt. Ich lasse doch die Reichen auch, wenn sie einen Porsche fahren Platz. Wollen. Sollen sie Porsche fahren? Ich will kein Porsche fahren. Ich will nur eine. Ja. Sorry. Aber wir sind hier ja im Probebetrieb. Ja, gell? Eben. Im Probebetrieb ist so einiges erlaubt. So, jetzt hat sich das kann ich das hier und sehen, was ich auflegen. Da ist das schon mal. Fertig, ne? Wo ist ein bisschen was drauf? Geh mal pinkeln. Wieder? Ja. Du warst doch vorhin das. Die Cola treibt. Ach so. Die Coca-Cola. Nee, du hast doch Apfelsaftschorle getrunken. Was erzählst du? Jetzt kann ich nicht die Zahl genau lesen. Wie lang das jetzt ist, das Video. Aber null steht davor. Wir nehmen den Ball. Der Schmetterling ist dem Meister ein Meister. Weißt du, was diese Aussage bedeutet? Warum sind die Schmetterlinge für mich so wichtig und ein großes Vorbild? Weil der Schmetterling die Transformation von einem Wurm, einer Raupe durchmacht und sich aufschwingt zu einem Wesen, was auf einmal fliegen kann. Und würde der Mensch von einer leeren Flasche zu einer vollen Flasche mutieren und transformieren, wäre er dem Schmetterling doch sehr ähnlich. Es gibt eine leere Flasche, die sich selbst mit Wasser füllt. Das war sind meine neuen Speichertechniken, wo ich sage, Pilz Power Power. Jetzt weiß ich, warum du an deinen Visierpumpen arbeitest. Du möchtest, dass die vielen Flaschen endlich eine Füllung bekommen. Ja, das ist praktisch das neue Speichersystem. Du hast einen Kolben in der Landschaft und dieser Kolben drückt auch in einen Zylinder rein. Es könnte auch eine Flasche sein, der Zylinder. Das heißt, mit der Kolben hast du schon mal einen Weinkorken irgendwo reingedrückt, in eine Flasche. Dann spritzt der Wein raus, wenn du reinkommst. Weil der Weinkorken vertrennt den Wein, das ist ja eine nicht kompressive Flüssigkeit, würde auch mit Wasser machen. Nein! Und diese Pumpspeicherkraftwerke sind eigentlich nichts anderes als leere Flaschen, wo die Flasche ein sehr großes Gewicht hat und einen Kolben unten reinkriegt und das Wasser oben verdichtet. Und oben auf dem Kopf dieses Pilzes könnten Solarmodule sein, an jeder Grund, jede Menge, und die würden dann mit Regenwasser in diesen Kolben reinpumpen, in den Hubraum von dem Kolben, von diesem Kolbenzylinder-System, wie beim Auto. Beim Auto hast du einen Kolben und der Zylinder ist starr. Und bei mir ist der Kolben fest und der Zylinder bewegt sich. Das wären dann für den Pumpspeicher. Das Modell könnte man dann bauen.
kannst ja nach oben gucken. Aber jetzt habe ich mal eine ganz entscheidende Frage. Ja. Weil du bist ja ein unglaublicher Tüftler und Nachbar. Und was haben jetzt deine Wasserspiele und Wasserexperimente mit der Weltrettung? Es geht darum, viele Leute erkennen nicht die Zusammenhänge der Natur. Wie zum Beispiel, wenn du weißt, wie ein Taifun erstiegt oder ein Hurrikan, Hurricane, sag mal, Hurricane, das Meerwasser, was ungefähr, so habe ich es auch bei Wikipedia gelesen, konnte mir es aber merken, weil ich es nachvollziehen konnte, es steigt auf, verdunstet und steigt auf. Ne? Dort, wo das Wasser verdunstet, entsteht das Fake-Wasser und dann fließt anderes Wasser von außen dazu. Und das auch, was von außen dazu fließt, ist auch warm und es steigt wieder auf. Und so entsteht dann irgendwann mal ein Wirbel durch die Erddrehung verursacht, sagt man, Dorioniskraft, könnte man auch so anders sehen. Und dadurch, durch diesen Unterdruck steigt das Wasser noch höher und das Wasser von außen fließt noch schneller nach. Ne? Und wenn man diesen Vorgang verstanden hat, so, dann kann man sich überlegen, wenn man die Ursache eines Hurricanes weiß, ne, wie weit man den in seiner Ausbreitung stören kann. Aber viele Leute sind interessiert daran, um zu sehen, sensationsgeil, wie das Ding da irgendwo über die Inseln rauscht und alles glatt macht. Und man könnte diesen Hurricane durch eine ganz einfache Windscherung von außen vielleicht vernichten, der wird sich auflösen. Oder man, dort wo das Wasser nachfließt, tut man kleine Boote mit Trockeneis füllen. Eine Investition von einer halben Million Dollar oder Euro. Und das Ding würde keine Schäden von 80 Milliarden verursachen. Wenn man die Naturwissenschaft erkennt, ne, so ein bisschen, wie das funktioniert, mit einfachen Erklärungen, ne, dann kann man auch da entgegenwirken. Du könntest nicht mit dem Handy telefonieren, wenn es da nicht irgendwelche Experten gab, die da sowas mal gemacht haben. Ne? Was ich hier mache, ist so ein bisschen nur Basiswissen in dieser Geschichte. Ne? Möchtest gerne Naturphänomene beobachten, um daraus für dich Erkenntnisse erzielen zu können. Und? So wie ich zum Beispiel gerne die Tierwelt beobachte, um daraus auch Erkenntnisse zu erzielen. Du beobachtest aber auch die Menschheit und siehst Erkenntnisse. Die hast du ja jetzt eben ganz heute vom Stapel gelassen. Die Menschheit? Ja, die oder die Wolle. Aber die Menschheit sind kein Vorbild. Nee. Der Mensch ist in der Regel kein Vorbild. Ist am Abgewöhnen. Doch, du, jeder von uns hat bestimmte Punkte, wo er ein Vorbild ist. Ne? Aber nicht in allen Dingen muss ich dir nacheifern. Ne? Er hat auch seine guten Seiten. Jeder Mensch hat seine guten Seiten. Auch? Ja, Wolle hat auch gute Seiten. Ne? Das wundert mich. Wundert mich jetzt aber auch. Ja, das sagt man nicht. Wenn, auch wenn ich... Magnetisch, oder? Man darf sich nicht darauf versteifen, nur das Negative im anderen zu sehen. Ne? Jeder Mensch ist für was gut, auch wenn es nur als schreckendes Beispiel ist. Nein, das bist du aber auch nicht. Zum Beispiel gibt es das Feedback. Über was soll das die Uhrzeit? Das Gute ist, ich habe mich 13 Minuten schon wieder. 13 Minuten machen wir wieder. Ja, aber lass ihn noch ausreden. Ja? Nee. Das Gute ist, ich habe schon wieder. Nein, das Gute ist, dass ich mich von anderen Menschen Meinung unabhängig gemacht habe. Mich interessiert das gar nicht, was andere.